www.lieb.de und ich habe euch heute eine Karte mitgebracht. Und zwar hat jetzt eine liebe Kundin von mir an der Stelle ganz liebe Grüße an dich, Tatjana, auf meinem Blog unter meinen Bastelwerken eine Karte gesehen. Und zwar war es diese, ich habe sie sogar noch, und mich gefragt, ob ich dazu nicht mal ein Anleitungsvideo machen kann mit einer Alternative, also zu den neuen Produkten. Und ja, dem Wunsch komme ich natürlich sehr gerne nach. Also wer da das ein oder andere wissen möchte, gerne gucken bei mir auf der Webseite www.stempelfantasie.de und ja, dann einfach Bescheid geben, wenn ihr zu irgendeinem Projekt eine Anleitung haben möchtet oder irgendwas wissen möchtet. Und zwar geht es hier um diese Karte, die sich so aufklappen lässt. Also wenn man von oben guckt, sieht man eigentlich schon, wie das Prinzip ist. Und ja, das hat sich für mich ganz gut getroffen, weil ich brauchte neue Geburtstagskarten. Und dementsprechend habe ich das einfach zum Anlass genommen. Und weil es mir einfach so gut gefallen hat, habe ich gedacht, ich mache doch in einem direkt auch so die Goodies für meine Sammelbesteller in diesem Monat. Und ja, bin die jetzt auch am Machen. Ich habe das Ganze auch noch in anderen Formaten gemacht. Ich zeige euch die mal eben auch noch. Und zwar halt einmal in diesem gängigen Kartenformat, einmal im Hochformat. Das sieht dann so aus. Also das ist alles mit dem gleichen Designerpapierpaket gearbeitet oder mit der kompletten Produktreihe. Und ihr seht, wie unterschiedlich die wirken, wenn man nur ein bisschen ja, mit verschiedenen Farbkarton arbeitet oder es ein bisschen anders anordnet, wie jetzt hier ist es gerade angeordnet oder ja, wie jetzt auf den kleinen oder auch hier das Ganze einfach mal ein bisschen verdreht und ja, verschiedene Steinchen einfach mal genommen und dadurch wirken die alle schon ganz unterschiedlich. Und mir gefallen sie sehr gut. Also ich habe euch ja eh schon in dem Auspackvideo verraten, dass mir die gesamte Reihe sehr gut gefällt. Und ja, dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, ich nutze das direkt und mache hiervon. Und sie gefallen mir wirklich alle sehr gut. Wir werden jetzt so eine kleine machen. Das große Format zeige ich euch nochmal mit einer anderen Produktreihe. Und ja, da mir noch ein paar fehlen für die Sammelbesteller und es da natürlich nicht um den Geburtstag geht, werden wir jetzt diese, habe ich gedacht, einfach nochmal in diesem kleinen Format machen und dann auch mit dem passenden Stempelset bunt gemischt arbeiten und auch die Sprüche daraus verwenden, also dass wir wirklich nur mit einem Stempelset arbeiten und ja, da alles rausnehmen. Hier habe ich mit den Sprüchen aus zwei anderen Stempelsets gearbeitet und zwar einmal mit dem Stempelset Blühende Worte. Das ist ein zweiteiliges Set und da habt ihr dieses herzlichen Glückwunsch und wo ist es? Mit ganz lieben Grüßen von mir und ja, das habe ich zum Beispiel verwendet oder hieraus aus für besondere Anlässe heißt es zum Geburtstag. Wünsche ich dir, dass jemand dir Blumen pflückt und dazu viel Freude, Gesundheit, Liebe und Glück. Also das waren die ich wirklich sehr schön fand. Aber wie gesagt, wir arbeiten nur mit diesem Set. Passend dazu braucht ihr noch die Framelits, die zeige ich euch gleich. Und dann natürlich das Designerpapier. Und ja, da habe ich auch das aus der Reihe genommen, die bunte Vielfalt. Und ja, also ihr seht schon, ne, also die Karten sind alle mit diesem Designerpapier gearbeitet und ja, ich finde es einfach von den Farben sehr schön. Wir brauchen jetzt dieses Blatt, der Rückseite ist dieses unifarbenen Sommerbeere und hier auf der Vorderseite oder ja, was ist Vorder-, was ist Rückseite, ne, aber auf der einen Seite ist es halt Uni in dem Sommer wäre mit dieser Wassertechnik quasi und auf der anderen Seite sind die Pfeile. So, die packe ich eben auf Seite und dann brauchen wir das Schneidebrett und ein Blatt Farbkarton und ich nehme jetzt hier Himmelblau.
Und den Farbkarton müssen wir uns zuschneiden auf 21 x 10,5. Hier ist das Blatt ja schon 21 cm breit. Das heißt, wir schneiden uns jetzt nur noch einen Streifen in 10,5 ab. Und ja, ihr seht schon, also ihr bekommt zwei Karten aus einem Blatt Farbkarton raus. Also ich habe das Maß extra da drauf berechnet. Und dieses Stück müssen wir jetzt noch falzen. Und zwar falzen wir das einmal bei 3,5. Dafür drehe ich das einmal um und lege es hier bei den 3,5 an. Und dann drehe ich es nochmal um und falze es bei den 10,5. Das Umdrehen mache ich aus dem Grund, dass ja einfach die Falzlinie immer in die richtige Richtung geht, weil einmal falzen wir es oder knicken wir es gleich so und einmal so. Und ja, man soll ja immer darauf achten, dass halt einfach das Tal außen ist, also da, wo die Tallinie ist, ist außen. Bei dem Papier von Stampin' Up! Macht es noch nicht mal unbedingt was aus, aber wenn ihr empfindliches Papier habt, dann reißt es euch sonst gerne. So, damit haben wir schon mal unsere Kartenbasis und dann brauchen wir noch weiße Aufleger und dafür schneiden wir uns jetzt einen Streifen in 10 cm ab und dann brauchen wir zwei Stücke in 6,4, einmal, zweimal. Damit haben wir schon die weißen Aufleger und dann brauchen wir noch das Designerpapier. Also ich nehme jetzt diese Seite und da brauchen wir 10,5. Jetzt überlege ich gerade, wie rum möchte ich es haben. Nee, so rum. 10,5. Mal 6,8 und dann noch ein Stück in 3,5 abschneiden. So, das werden die Stücke, die vorne drauf kommen. Und ja, hierfür die Verzierung quasi brauchen wir noch mal ein Stück Flüsterweiß. Dafür könnt ihr dieses Reststück nehmen, was die Maße von 7,5 mal 7,5 hat. So, das kann weg. Dann brauchen wir noch ein Stück Farbkarton in 6,5. Also wenn ihr euch jetzt hier nochmal die 10,5 abschneidet, ich mache das jetzt mal gerade für eine zweite Karte, werdet ihr sehen, dass ja, hier hinten der Rest halt dafür wirklich ausreicht. Also, was hatten wir jetzt gesagt? Farbkarton in 6,5 mal 6,5. Und dann brauchen wir noch ein Stück Designerpapier in 7 mal 7. So. Und damit haben wir eigentlich alle Stücke zusammen. Wir brauchen jetzt gleich noch das Reststück von dem Weiß für den passenden Umschlag. Also, ach, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ja, das ist ja quasi kein gängiges Kartenmaß, wozu Stampin' Up! Schon fertige Briefumschläge hat. Aber mit dem Evendo Punchboard machen wir uns gleich noch einen passenden Briefumschlag. Und dafür brauchen wir das restliche Weiß. Und dann brauchen wir gleich noch ein Reststück Weiß und Himmelblau für die Blumen hier drauf. Also das nicht allzu weit weglegen. Aber der Papierschneider kann jetzt schon mal weg. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch an mit dem Stempeln. Und zwar stempeln wir einmal auf das Stück Himmelblau und einmal auf ein Stück von den weißen Kartenauflegern. Und ich gucke jetzt mal.
Ich glaube, wir nehmen vorne drauf das Hallöchen und innen rein, du bist einfach wunderbar. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Die zwei brauchen wir. So. Einmal. Zweimal. Und ja, das Himmelblau quasi, also ich stempel jetzt auch in Himmelblau, so fangen wir jetzt erstmal an. Und damit das einfach kräftiger zu sehen ist, auf dem himmelblauen Farbkarton, nehme ich mir den Stampin' Dimensional zur Hand. Den müssen wir gerade noch einmal sauber machen. Mein Tuch ist schon etwas angetrocknet. So, und zwar, wer den noch nicht kennt, ihr habt einmal hier so eine transparente Folie dabei und einmal hier so ein Halter, Klötzchen, nenne ich es jetzt mal. Und ihr müsst halt diese Folie in diesen Halter hier genau hier oben in diesen Winkel anlegen. Und dann macht ihr euch einfach einen Stempelabdruck drauf. Wichtig ist, dass ihr halt den Acrylblock schön hier in dem Winkel auch ansetzt. Und ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann. Also da es natürlich Folie ist, wird es jetzt hier drauf nicht so kräftig gestempelt. Aber das ist letztendlich auch gar nicht wichtig. Das Schöne ist halt einfach daran, dass ihr euch das jetzt ausrichten könnt, wohin ihr das haben möchtet. Und ich überlege jetzt gerade, wir setzen es wirklich mal so ein bisschen versetzt nach außen jetzt in dem Fall. Und ihr könnt dann halt schön gucken, wo soll es sitzen. Setzt euch dann den Halter wieder genau in den Winkel an. Nehmt die Folie weg. Und dann den Acrylblock wieder da gerade runter. Und dann könnt ihr auch ein zweites Mal nach, sodass der Stempelabdruck dann viel intensiver und dunkler ist. Und ihr trefft halt genau nochmal die gleiche Stelle. So, und hier machen wir das. Du bist einfach wunderbar hin. Und das setze ich hier unten in die Ecke. So, ich will hoffen, ich komme jetzt nicht mit meinem Kopf in die Kamera. Ansonsten habt ihr nicht viel gesehen. So, damit kann das auch schon wieder weg. Und dann stempeln wir uns jetzt direkt in einem auf ein Stück Flüsterweiß. Hier habe ich noch ein kleines Stückchen. Noch die Blumen auf. Und zwar brauchen wir einmal diese, diese und die Blätter. So. Die brauchen wir. Also die Blätter, die stemple ich jetzt in Limette. Und die Blumen in Pfirsich pur. Das sind halt auch die Farben, die in dem Papier mit enthalten sind. Und ich finde, dass das halt wirklich eine sehr schöne Kombination ist. So. Und dann fangen wir mit dem flächigen an. Den stempel ich mir einmal ab. Und den zweiten Abdruck verwende ich. Dann ist das so ein bisschen heller. Und dann brauchen wir jetzt den feinen. Und da könnt ihr, wir müssen das so rum, glaube ich. So, also wenn man das so drüber hält, erkennt man eigentlich, dass dieser Stempel sehr schön den vorigen Abdruck abdeckt. Und so passt er einmal da drüber. Und dann könnt ihr direkt mit dem ersten Abdruck das Innenleben reinstempeln. Und genau so machen wir das jetzt mit den Blättern auch in Limette. Erst den flächigen. So, einmal. Ach, da habe ich jetzt den ersten Abdruck genommen. Da möchte ich aber doch auch den zweiten Abdruck haben. Doch, ich krieg's noch drauf. So. Einmal. Und den dann direkt mit dem ersten Abdruck. Und auch hier ist es genauso wie mit der Blume. Also, man trifft eigentlich sehr gut, auch wenn es keine, die Glasstempel sind.
So, damit kann das auf Seite. Und jetzt muss ich mir gerade mal ein bisschen Platz machen, weil jetzt brauchen wir die Big Shot. Und die hole ich auch kurz mal hier hin. So, da bin ich wieder mit Big Shot. Und zwar brauchen wir da jetzt die passenden Sinlitz-Formen, kreative Vielfalt. Und daraus brauchen wir das hier, das und das und auch noch dieses. Die hole ich jetzt schon mal raus. Die zwei. Und zwar brauchen wir diese zwei jetzt, um einmal das Blatt und einmal die Blüte auszustanzen. Und ich habe jetzt in der Big Shot die Magnetplatte, dann so eine Acrylplatte und noch eine zweite Acrylplatte für das Sandwich. Ihr seht, ich brauche bald mal neue. Aber die sehen bei mir nie lange, also die sehen eigentlich immer relativ schnell wieder so aus. Und jetzt könnt ihr das auch da drauflegen und drehen. Und ihr seht halt, wenn ihr das so ein bisschen dreht, irgendwann passt es halt wirklich super drauf. Und genau das Gleiche machen wir jetzt auch hier bei dem Blatt. So, bin ich gerade dran gekommen. Also durch die Magnetplatte werden die Sinlitz jetzt eigentlich schön, beziehungsweise sind die das eigentlich mehr Framelits, schön festgehalten. Und dann kurbeln wir das einmal durch. Und hier, der hat einen Abgang gemacht. So, und damit haben wir schon einmal das Blatt und einmal die Blüte. Und jetzt, da haben wir es. Und jetzt brauchen wir halt noch einmal diese detaillierte Blüte. Und da stanzen wir uns jetzt gerade noch aus dem Stück, Reststück Himmelblau, halt einmal diese detaillierte Blüte. Oh, ich bin nicht ganz im Bild, so ist besser. Und legen uns auch den Umriss einmal drum. Also die passt hier rein. Da müsst ihr halt auch gerade ein bisschen gucken, wie. So, da habe ich es schon. So, gucken, dass wir blattsparend arbeiten. Und das kurbeln wir jetzt auch einmal durch. Und dadurch, dass ich jetzt halt eben nicht die Präzisionsplatte drinne liegen habe, sondern das jetzt gerade auch mit der Magnetplatte mache, kurbel ich das Ganze halt zweimal durch. Und dann seht ihr schon, gibt das diese tolle Blüte. Und dadurch, dass meine Platten jetzt hier schon so abgenutzt sind, bleibt das jetzt schön hier unten dran heften. So, helfen wir dem Ganzen mal nach. Aber ihr seht, das fällt so schon raus. Also das ist wirklich eine schöne Stanzform. Damit haben wir das auch schon. Und dann bin ich bei manchen hingegangen und habe noch dieses Blatt hier, was mit dabei ist, dieses, noch so reingeprägt. Also das schneidet nicht, sondern das prägt. Und ich finde das eigentlich sehr passend. Und jetzt gucke ich mal, ob wir das nicht noch hier irgendwie... Doch, ich glaube, wir machen das auch noch hier oben so drauf. Und prägen das auch noch gerade da drauf. So machen wir das. Und auch einmal durch die Big Shot. So. Und dann haben wir jetzt diese Blätter da auch nochmal mit reingeprägt. Jetzt kann die Big Shot weg. Die stelle ich jetzt einmal neben mich. Und dann kann es jetzt auch schon ans Zusammenkleben geben. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Und heute habe ich aber die Fallsucht hier. So, einmal die Mittelfalls. Und das nach außen, sodass ihr dieses, es ist kein richtiges Z, aber ihr wisst, was ich meine. So, und dann fangen wir jetzt an mit dem Designerpapier. Das klebe ich mir einfach mit ein bisschen Tombow fest. So. Und hier ist es jetzt so, dass das, also mit dem Maß, was ich euch genannt habe, dass das oben und unten bündig abschließt. Also ihr habt nicht nochmal irgendwie einen Rand oder so. Wer das möchte, kann das natürlich auch so zuschneiden, dass er nochmal einen Rand hat.
So, das Stück kommt da drauf und dieses Stück kommt da drauf. So. Also ihr könnt das auch immer noch mal schön so in die Hand nehmen, dann kann man hier oben eigentlich gut fühlen, ob man bündig ist und das zur Not noch so ein bisschen, ja, bündig ziehen. So, damit haben wir das. Die Kartenaufleger, die klebe ich mir mit Fast Fuse fest, weil ich finde immer, dass bei dem flüsterweißen Farbkarton der Tombow so ein bisschen durchscheint. Also durch den extra starken nicht, aber bei dem normalen ja, finde ich, dass das immer so ein bisschen durchkommt und deshalb nehme ich in dem Fall Fast Fuse. Dann müsst ihr halt nur aufpassen, wenn der halt einmal klebt, klebt da könnt ihr nichts mehr ruckeln. So, und das ist halt mit einer Mattung, also quasi mit einem Rand geschnitten, dass ihr ja, oben und unten auch noch ein bisschen von dem Himmelblau sehen könnt. Och. Na. Aber. Und das auf die andere Seite. So. Damit haben wir schon unser Innenleben und ja, ich finde das eigentlich ganz schön, wenn so außen was steht und dann innen drin auch nochmal und ihr habt trotzdem halt noch genug Platz, auch noch einen lieben persönlichen Gruß mit beizuschreiben. Und jetzt können wir uns das zusammenbauen. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das quasi hier unten in die... Ich glaube, wir setzen es hier unten in die Ecke und nicht mittig, oder? Ich könnte noch mal überlegen, wie wir es machen. Also ich wollte jetzt eine kleine auf jeden Fall auch mal eckig gestalten, weil ich die anderen alle so gemacht habe. Doch, ich glaube, wir machen das so. So, und dann klebe ich das Designerpapier jetzt wieder mit ein bisschen Tombow auf das Weiße auf. So. Also das ist halt 5 mm kleiner als das Stück in Flüsterweiß und dadurch habt ihr halt rundherum dann einen Rand von 2,5 mm. So, und bleiben wir in dem oder gehen wir in den Gegensatz? Wir gehen in den Gegensatz. So, also ich habe jetzt gerade geguckt, weil ich hier von dunkel nach hell nach oben laufend bin und jetzt gerade überlegt, mache ich das genauso oder ja, hier mache ich es jetzt genau umgekehrt, dass quasi es von oben nach unten heller wird. Und das klebe ich mir jetzt aber mit Dimensionals auf. So. Und in die Mitte noch einen. Also da habe ich auch so ein bisschen rumexperimentiert. Manche habe ich mit Tombow aufgeklebt, manche habe ich mit den Dimensionals aufgeklebt und ich finde gerade hier, wo halt ja nicht noch mal so gemustertes Papier ist, finde ich das eigentlich ganz schön, wenn dann noch mal so ein bisschen Abstand dazwischen ist. So, und jetzt müsst ihr halt gucken, je nachdem, wo ihr das jetzt aufkleben möchtet, dass ihr halt, also es muss ja noch bewegbar sein, deshalb darf es quasi nur auf diesen Streifen aufgeklebt werden. Und wenn ich jetzt so gucke, dann weiß ich, okay, ich darf ungefähr in dem Bereich Kleber machen. Und da reicht es auch vollkommen aus, wenn ihr hier so eine ja, schmale Spur vom Tombow drauf macht. Mehr braucht ihr da auch gar nicht. Und dann könnt ihr da auch noch mal so ein bisschen, doch, ich habe genug Platz gelassen, noch mal gerade gucken, noch so ein bisschen hin und her ruckeln. Ja, das ist halt das Gute beim Tombow. Und es dann festdrücken. Ja, super. So, damit haben wir auch schon das.
Und dann kommt jetzt noch unsere Verzierung. Auch hier klebe ich mir nochmal zwei Dimensionals drunter. So. Das machen wir dahin. Und ja, hier das klebe ich mit dem Präzisionskleber fest. Der ist für sowas halt wirklich super mit der feinen Spitze. Und ich finde, hier ist halt der Vorteil, wenn euch mal ein bisschen was rausquillt. Also klar, er trocknet klar aus. Das macht der Tombow auch. Aber ich finde halt, der Vorteil hier dran ist, dass es halt nicht nachklebend ist. Der Tombow ist halt eben nachklebend. Und ja, das vermeide ich direkt damit, indem ich halt einfach für sowas den Präzisionskleber verwende. So, das klebe ich mir dann direkt hier drauf. Und jetzt nehme ich den gerade auch einfach für den Zweig. Und da gebe ich so ein bisschen Kleber auf die untersten zwei Blätter und hier so ein bisschen auf den Stiel. Und das schiebe ich mir hier so drunter. So. Und drücke das auch nochmal fest. Ja, und prinzipiell war es das jetzt schon. Das ist unsere Karte. Jetzt können wir es noch mit ein bisschen Glitzer verzieren, weil Glitzer geht ja immer. Und das war die falsche. Da nehme ich jetzt einmal eine ganz große hiervon und klebe die da in die Mitte auf. Und nehme die normalen Glitzersteine. Da. Und haben wir noch welche klein geschnitten? Ja, haben wir. Noch ein kleines mit bei. Und hier auch noch ein kleines mit bei. Huch, jetzt habe ich zwei. Ich will nur eine. So. Und schon ist die Karte fertig. Und ja, ich finde in dem Fall jetzt die silbernen Steinchen am schönsten. Und hier habe ich mal die wenn farblich passend genommen oder irgendwo, ja, genau, habe ich auch einfach mal eine von den goldenen genommen. Also, ja, da gucke ich dann immer, was, wo ich meine, was mir am schönsten dazu gefällt. So, und jetzt machen wir noch schnell den passenden Umschlag dazu. Das war unsere Karte. Lasse ich jetzt mal hier oben liegen. Und ja, für den Umschlag braucht ihr das Evelo Punch Board und ein Stück Flüsterweiß in 17,6. Jetzt muss er doch erst noch auf Seite. Mal 17,6. Und ja, ihr seht, das hier ist jetzt das Reststück von gerade eben, dass das passt. So. Das auch wieder weg. Und dann brauchen wir das Evelo Punch Board für die Briefumschläge. Und hier müssen wir jetzt falzen bei 8,8. Also hier oben habt ihr ja die Inchmaße und hier unten sind die Zentimetermaße. Und da legt ihr an bei 8,8. Stanzt und zieht die Falzlinie und jetzt die restlichen Falzlinien könnt ihr immer hier diese Nase an der Falzlinie anlegen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. So geht's, glaube ich. Also diese Nase, dass die in der Falzlinie drinne liegt. Und dann wird wieder gestanzt und die Falzlinie gezogen. Und so macht ihr das einmal rundherum. So. Kann das schon wieder weg. Und dann können wir uns hier oben jetzt noch die Ecken abrunden. So, und noch ein letztes Mal. So, und dann gucke ich jetzt immer, weil meins schon etwas älter ist und das schon so ein bisschen
franselig stanzt, welche Ecke am schönsten ist, und die lasse ich mir oben stehen. Ja, einmal die Falzlinie nachfalzen und den Umschlag zusammenkleben, und dafür gebe ich einfach hier auf die Ecke einen kleinen Punkt Jumbo, pack das hier übereinander. So. Und einmal hier entlang. So, und dann ziehe ich das auch nochmal mit dem Falzbein fest, damit der Tombo richtig schön anziehen kann. Und schon haben wir auch einen passenden Umschlag für die Karte. So, also ihr seht, ihr habt noch so ein bisschen Luft drumherum. Also das mache ich immer gerne. Ja, so ein bisschen größer, damit auch einfach, wenn ihr halt so einen Aufbau habt, das auch problemlos reinpasst. Und den könnt ihr, wenn ihr möchtet, euch auch verzieren. Und zwar nehmen wir da jetzt einfach mal, das machen wir jetzt gerade noch, nochmal die gleiche Blüte, die wir drauf stempeln. Dahin. Jetzt stempeln wir die aber nicht genau rein, sondern versetzt. Und dann. Oh. Ach nee, eigentlich. Oh nee, doch. Hier in diesem Stempelset sind noch diese kleinen Kreuze drin. Ne? Die nehme ich jetzt einfach mal. Und dann machen wir das noch passend dazu in. Oh nein, aber nicht Limette, sondern Himmelblau. Und ja, damit ich mir da nicht reinkomme oder reinstempel, habe ich hier so eine Blume, die ich so ein bisschen da drüber legen kann. Und ja, dann stempel ich mir das nicht direkt auf die Blume drauf. Kann das damit quasi so ein bisschen abdecken. So. Ja, so gefällt mir das ganz gut. So lasse ich das. Also das finde ich auch immer ganz schön, wenn man quasi schon passenden Umschlag dazu gestaltet oder macht, dass man den dann halt auch einfach ein bisschen passend dazu gestaltet. Und jetzt ist hier immer noch schön Platz, um die Adresse drauf zu schreiben und ja, für die Briefmarke. Ja, und das war's schon. Das ist die Karte. Ich hoffe, sie gefällt euch, und ich hoffe, ja, dass euch meine Videos gefallen. Also wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, gerne auch abonnieren, dann werdet ihr immer informiert, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Also dafür dann auch die Glocke neben dem Abonnier-Button drücken. Und ja, ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, ciao! Thank you.